Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch ja, zu einem neuen Video. Neut Odin war shoppen. Ich weiß noch nicht, wo ich anfange. Also hier sind eigentlich alle Sachen mit bei, von Amazon und eBay. Außer eine Sache, die ist jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, ob es zu shoppen zählt. Ich habe ja eine Deutschlandcard. Und ja, dafür habe ich mir jetzt meine Punkte wieder was ausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich ausgegeben. 2.900 Punkte oder so. Ich hatte 5.000 paar zerquetscht, habe jetzt 2.900 ausgegeben oder so und habe mir dafür was geholt. Da will ich vorher noch sagen, nur für Punkte. Ich habe kein Geld dazu gegeben. Wenn ihr auch Deutschlandcard oder irgendwelche Punktesysteme macht, ich weiß es jetzt nur von Deutschlandcard, weil ich es überprüft habe. Wenn man Punkte sammelt, weil man ja sowieso einkaufen geht und die Punkte dann einlöst. Okay. Aber macht nicht den Fehler, wenn da Produkt XY ist, so und so viele Punkte habt ihr, was weiß ich, und die reichen nicht aus. Und dann gibt er halt Punkte und Geld. Oder nur Geld. Macht dann nur Minus. Macht das nicht. Die Produkte sind dafür ausgelegt, nicht ausgelegt, dass man dafür Geld bezahlen muss, noch zusätzlich zu den Punkten. Weil dann macht ihr Minusgeschäft. Ja, dann habt ihr die Punkte verschwendet und habt teilweise so viel wie im Geschäft bezahlt oder halt so ja was drüber. Deswegen kann ich euch davon nur abraten. Nur reine Punkte umtauschen ist okay. So, dann das geht noch nicht. So, der ein oder andere hat es schon gesehen. Bist du fertig? Ja, ich gehe in mein Zimmer. Gut. Der eine oder andere hat es schon gesehen in meinen Streams. Und Tür zu. Gut, dann können wir das nämlich auch gleich zeigen. Ich werde auch gleich wissen, warum. Das ist ein Katzenball. Und ich bin von diesem Ball, das habe ich einfach so zwischendurch geholt für Tigger. Weil Tigger, der spielt wirklich gerne und Mausi spielt auch ab und zu mal, aber nicht so mit allem. Mit Laserpointer oder so mal, ja. Aber alles andere nicht wirklich. Aber der Ball, der eigentlich nur für Tiger gedacht war, mit dem spielt auch Mausi. So, da drückt man hier oben drauf. Hier hat man so einen An- und Aus-Knopf. Und dann seht ihr das, dann geht so ein roter Punkt. Ist auch nicht gerade stark oder so. Ist halt nur so ein bisschen, dass man ein bisschen was leuchtet. Und das dreht sich im Kreis. Und dadurch ist so ein kleiner Motor drin, ne? Der bewegt sich halt von alleine. So, müssen wir ausmachen. So. Und Mausi, die eigentlich jetzt nicht so für Spielzeug ist, die hat sich dafür begeistert und bin ich mega begeistert von. Ach, warte. So, und den kann man dann hier so aufschrauben. Ja, und dann ist hier der Motor drin. Und da ist auch der USB. Ein USB-Kabel ist auch mit bei zum Aufladen. Ich habe es halt immer nur mit den Gewinden immer nicht so. Das sind kleine Gewinde, ein schmales. Ja, und das wollte ich euch unbedingt auch noch zeigen. Für die Miezis halt, was ihr holt, da freuen die sich. So, den packen wir mal hier hin, den Ball. So, dann haben wir das hier. Das sind Gartenlichter, Solar-Gartenlights. Ja, ich habe jetzt keinen Garten direkt. Die sind für meine Mama. Die habe ich für meine Mama gekauft. Meine Mama geht es momentan nicht so gut wegen ihrem Bein. Die hatte zwei OPs an der Beine. Die hat künstliche Kniegelenke jetzt drin und so. Also war schon länger, aber das eine macht die jetzt zu schaffen. Das wird immer dick und sie jetzt durch Corona kann sie nicht arbeiten gehen. Ja, ist nur zu Hause und das fuchst sie so ein bisschen und nervt sie halt. Und da habe ich mir gedacht, weil sowas hat sie sich schon immer gewünscht. Ich schenke ihr das. Da freut sie sich für den Garten, weil sie sitzt viel im Garten mit ihrem Mops, also den Hund. Ja, und ja, das ist, wenn ihr kriegt, das ist dann so zu. Das macht ihr dann hier unten einfach auf. Ja, wenn man ein bisschen Fingernägel hat, ist das besser. Da ist die Spitze, die könnt ihr rausziehen, die macht ihr dann hier unten rein. Ich habe schon getestet. So, und dann hier unten wieder raufstecken. Dann oben einfach abmachen. Das ist halt nur Plastik. Also dass es auch nicht
bei Witterung oder so oder verbiegen kann. Und dann habt ihr hier unten halt eine Leuchte. Und dann machen wir jetzt erstmal auf an. So. Und wenn wir das dann so zu haben, dann leuchtet das. Ich habe es abends schon getestet. Die kleine LED da oben reicht eigentlich aus, dass das hier alles hell ist und dass dieses Muster dann auf dem Gehweg oder auf der Wiese oder was weiß ich, wo man sie hinmachen will, ist. Finde ich voll süß. Meine Mama weiß noch nichts davon. Das bringen wir ihr heute vorbei. Also, ich fahre hin und stelle es vor die Tür und sage ihr dann Bescheid, dass sie jetzt rauskommen kann. Weil wir sie ja nicht anstecken wollen, weil wir nicht wissen, ob meine Frau vielleicht Corona hat durchs Krankenhaus. Da ist jetzt Verdachtsfall bei ihr in der Abteilung. Und das muss jetzt erstmal überprüft werden. Und ja, wir müssen aber trotzdem noch einkaufen. Das ist halt das Problem. Das macht dann jemand anders für uns. Und ja, aber ich will das halt zu meiner Mutter bringen. Ja, und deswegen. So. Einmal Solarleuchten. So, haben wir dies. Dann kann ich euch dieses zeigen, bevor die Große wieder rausgestürmt kommt. Habe ich zwei Sachen geholt. Die eine Sache ist schon was älter. Achso, das gehört noch dazu. So, weil die Große hat ja jetzt bald Geburtstag. Und da habe ich ja einmal sowas hier geholt. Das ist ein Bluetooth-Adapter. Weil ihr Fernseher hat kein Bluetooth. Und so kann sie halt Bluetooth nutzen, um Kopfhörer aufzusetzen. Und hat auch noch den Nebeneffekt. Sie kriegt auch noch Kopfhörer von mir, die ich mal gekriegt hatte. Die funktionieren über Bluetooth und dann haben sie gleichzeitig, die haben zwei Klinkeanschlüsse. Man kann über Klinke machen oder über Bluetooth. Und man kann halt über einen Klinke, kann man dann mit einem Klinkekabel zu einem anderen Kopfhörer den Sound weitergeben. Also könnten sie beide in einer PlayStation Party sein, mit Freunden quatschen, weil ihr Mikrofon ist gut. Und die andere hört dann halt mit. Ja, und auch für Fernseh gucken. Und da kriegt sie so einen Bluetooth-Adapter. Hat sie nämlich schon ein paar Mal rumgemeckert. Ja, der Fernseher hat das nicht, ich kann da keine Kopfhörer und das nervt. Und dann, das kam mir wirklich so zerledert an. Also, da haben sie den Briefkasten gestoppt und so. Das ist eine LED-Stripe-Verlängerung. Ihr wisst ja, ich habe, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, ich habe ein bisschen LED-Zeug gekauft. Für mich. Nee, für sie. Und da habe ich jetzt dann noch eine. Hat 9,99 gekostet oder so. So eine Verlängerung geholt. Also da ist nicht nur Verlängerung mit bei. Dann können wir ja mal aufmachen. So. So, da haben wir... So, da haben wir zweimal Verlängerung mit bei, sollen 2 Meter sein. Und selbst wenn immer halt nicht ausreicht, kann man die dann halt, hier sind auch so eine Dinger mit bei, so, kann man die dann halt zum Beispiel verlängern, dass man die dann halt so einander steckt. So, und dann hängt es, das ist halt... Deswegen Verlängerung, weil die LED irgendwo an die Decke soll. Und deswegen, ich will nicht alles oben haben, deswegen geht dann halt der Verlängerungskabel da oben hin. So, ist zweimal drin. Aber warum ich mich dafür entschieden habe, ist halt nicht, weil es gibt mehrere, wo zweimal drin ist. Aber hier haben wir dann noch sowas mit bei. Das sind Ecken. So. Ja. Und sind 4 Stück oder so. Ne, sind nur 3. 3 Ecken. Aber reicht ja auch aus. Und dann halt diese,
Diese Verbinder sind denn noch mit bei? Die kommen dann da rauf, die macht man dann so auf. So, haben wir für eine Ecke zwei Stück, für die zweite, so, für die dritte und dann noch, für, falls man noch was hat, für eine vierte. Aber halt, die macht man halt so auf und dann kann man halt den, also kommt der LED-Streifen hier rein, den man vorher abgeschnitten hat und auf der anderen Seite kommt der andere dann ran. Wir versuchen mal euch das zu zeigen. Ich habe halt dicke Pfoten, das ist halt ein bisschen doof. So. Das sind halt zwei so eine Kammern, die dann aufgehen. So. So. Und da kommt dann halt der LED-Streifen rein. So, wenn wir zugemacht und auf der anderen Seite auch LED-Streifen zugemacht. Kann man halt einen LED-Streifen verlängern. Ich brauche dann halt praktisch für die Eckstücken links und rechts ein, weil ans Eckstück kommt, weil an das LED kommt, auf der anderen Seite genauso. Ja, geh mal bitte runter, Mausi. Und dafür brauche ich einmal, zweimal zwei Stück und dreimal zwei Stück und zwei sind auf Reserve, falls kaputt bricht oder so. Weil ich möchte, dass die LED einmal ringsherum machen. Ja, wie gesagt, dann vier Stück davon haben wir auch noch mal drin. So, dann kriegt sie auch noch meinen. So, machen wir mal weg. Dann kriegt sie auch noch meinen Dingsbums hier, mein Steuergerät für TV oder wo du halt verschiedene Geräte steuern kannst, weil ich habe ja hier eigentlich alles über Alexa und dann stelle ich ihr das ein, damit sie dann auch mit ihrem Echo dann halt den Fernseher an- und ausmachen kann, Sender wechseln kann, die HDMI-Quelle wechseln kann, ja, sowas alles. Da freut sie, das weiß sie noch nicht, sowas hat sie sich schon gewünscht. Will ich auch machen, mal gesagt, nein. Und da haben wir ja im Flur die LED, das LED-Band ausgetauscht. Da ist ein altes, ein nicht RGB-Band, wo halt noch eine einzelne rote, grüne, blaue Leuchte ist. Und je nachdem, welche Farbe man sagt, dann leuchtet das. Wenn es eine Kombinationsfarbe ist, wie Orange, dann leuchten halt mehrere LEDs in einer verschiedenen Stärke. Hat sie gesagt, kann ich ja denn haben, weil brauchst du nicht mehr. Sag ich, die klebt doch gar nicht mehr. Die kommt weg. Oh, bitte, und so. Sag ich, nee, ist nicht. Sie weiß nicht warum. Sie denkt nur, ich will jetzt gemein sein und sie kriegt das nicht. Aber egal. So, dann habe ich einmal das geholt. Ein Staubwedel, weil der war im Angebot. Und ich brauchte einen neuen, weil mein alter, ich hatte so ein Billigding. Ihr kennt da bestimmt auch, wo der Stab so aus Plastik ist. Und dann konnte man den auch so ein bisschen ausziehen. Und der war schon immer sehr wackelig und der ist dann kaputt gegangen. Also brauchte ich einen neuen. Und habe gesucht und habe den gefunden und den kann man halt bis 2 Meter ausfahren. Der Jute ist das Metall, das Rohr, und der ist hier oben auch biegsam. Also könnte man dann halt so umbiegen. So, kann man aber ja gerade biegen. Und der ist aber auch flexibel. Ja, also das finde ich ganz gut. 9,99 Euro. Link packe ich euch in der Videobeschreibung. So. Mal gucken, den packen wir mal dahin. So. Was hier? Achso, dann haben wir noch das. Das ist mein Geburtstagsgeschenk für mich selber. Muss ich mal so machen, dass ich halt keine Adresse zeige. So, ich mache sicherheitshalber ab, weil ich weiß, wie ich bin. Ich achte dann manchmal auf manche Sachen nicht. So. Das habe ich mir geholt. Das ist ein Elgato Multimond, das ist jetzt schon raus. Den benutze ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Ist ein Stativ für mein LED-Licht, was ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt habe. Qualität ist erste Sahne, muss ich sagen, von der Verarbeitung her. Top. Und da kann man dann auch noch oben, ich zeige euch das auch gleich. So. Kann man oben auch variieren. Also das ist das, da kann man dann am Tisch festmachen.
Seht ihr das? Ja. Qualität ist erste Sahne, muss ich mal so sagen. Das kann man bis 125 cm ausfahren. Und drei Stufen hat es 35, 90 ne, und 125 cm. Nee, Inch ist das. 90, ja. Hält stabil, kann echt nicht meckern. Weil von meinem anderen, das Stativ, von den LED-Leuchten, was ich mir geholt hatte, damit ich den Stream besser ausleuchten kann, ist so ein Dreibein als Fuß und der nimmt auf dem Tisch extrem viel Platz weg. Ja, und also kann ich euch jetzt nicht zeigen, der ist gerade unaufgeräumt. Ich zeig's euch trotzdem mal. Der ist unaufgeräumt. Ich habe nämlich. Ich habe nämlich ein paar Sachen vom Esstisch dahin geräumt, was ich mir zurechtgelegt hatte. Also hier, da, Verlängerungskabel für den PC-Bereich hinten. So. So. Der Mausi geht gerade oben rein. So. Da ist mein LED-Licht. Das stört Mausi auch nicht beim Pennen. Vorher war es halt ein Stück tiefer, da war es etwa da, wo jetzt Mausis Foto ist. Ne? Und immer wenn die sich da bewegt hat, dann ist es umgefallen so ein bisschen. Dann hatte ich es an die Wand rangelegt und geht dann halt da runter. Und da ist es am Tisch festgemacht. Da hinten. Und es nimmt halt weniger Platz weg. Das ist halt schön stabil, das ist da. Ich habe auch versucht, schon mit auf mich drauf zu richten. Den einen Tag. So, oh, wartet mal, ich muss so machen, dass ich mich sehe. Aber damit komme ich gar nicht klar. Wenn ich die LED so habe, dass die, auch wenn es so hoch genug ist, wenn die direkt so vor mir ist, ich sehe die immer noch aus den Augenwinkeln und das nervt mich. Ich sammle ja gerade meine Streambeans. Ja, da kann man bei mir Bohnen sammeln. Also ihr, wenn ihr guckt, könnt ihr Bohnen sammeln und die gegen Prämien tauschen auf einer Webseite. Beziehungsweise gegen Rabatte tauschen. Und die haben auch den Adapterarm für den Multimount, also für das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das kann man oben rauf machen, dann kann man immer noch mal so ein paar Zentimeter rausholen. Hat drei oder vier Abteilungen, also einzelne Sachen, und die kann man auch biegen. Also könnte ich das dann praktisch im Zickzack machen oder das große noch immer ein Stück höher und die kleinen ein bisschen mehr Richtung mir oder so schräg. Oder ich mache das gleich dann, dass es Richtung zu mir kommt und dann ist mein Bereich erleuchtet. Das werde ich dann mal testen, wenn ich es mir dann holen sollte. Also erstmal muss ich sammeln und erstmal brauche ich wieder Kohle. Und dann kommt das Licht so fast von oben. Das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter und besser, denn ist wirklich nur der Platz ausgeleuchtet. Ich bin ausgeleuchtet und dann ist der Hintergrund auch dunkler und ich denke mal, das wird ganz gut. Werden wir mal testen. Aber egal. So. Dann habe ich noch was geholt. Steht Adresse drauf. Verkaufe auch bei Kleinanzeigen gerade ein paar alte Sachen. So, was sich so angesammelt hat, was man jetzt nicht mehr braucht. Da hat sich jemand gemeldet, der wollte zwei Sachen haben. Hat er auch das okay gekriegt, der will mir das Geld überweisen oder PayPal. Das habe ich ihm schon geschrieben, aber der ist jetzt im Nachtdienst immer. In der Apotheke hat er geschrieben, aber der hat noch nicht geantwortet. Ich habe ihm erstmal PayPal geschickt und habe ihm gesagt, dass er dann auch Bank machen kann, wenn er will. Habe ich ihm einen Tag später geschickt, da kam auch noch keine Antwort. So, ich habe mir noch die XL geholt, für mich. Also mehr Lampen drin, die kann man dann wahrscheinlich im Stream auch besser sehen, weil die kleinen Futzeldinger, die siehst du im Stream auf die Entfernung nicht wirklich. Du siehst die Farbe aber nicht wirklich. Ist so schön. Ich war erst am überlegen, ob ich mir das und das kleine kaufe, nochmal, also einmal zum Verfügen. Ne? Aber ich werde dann halt das hier hinmachen und die große kriegt dann halt das kleine für ihr Zimmer und weiß da aber noch nicht.
hatte ich ja schon in etwa damit gerechnet, aber ich habe keinen Platz für irgendwelche Kartons, weil sie jetzt, wo sie zu Hause ist, findet sie durch Zufall, weil sie an den Schrank, wo sie sonst nicht reingeht, durch Zufall eventuell was, da ist sie ganz begabt für. Und alles, was so offensichtlich ist, ja, dann legst du halt einen Karton hier offensichtlich auf den Tisch und sagst, das ist für die Arbeit. Ist für die Arbeit, ist für ein Video, ich mache demnächst noch mal shoppen oder was weiß ich. Dann weißt du, okay, und dann guckt so, interessiert so gar nicht, dann guckt so auch nicht nach. Offensichtlich liegen lassen ist meistens das Beste. So. Und dann haben wir noch dieses hier. Wie gesagt, bei Deutschlandkarte habe ich mir geholt Handtücher, habe ich eingetauscht. Einmal normale Handtücher. 1, 2, 3, 4. Ja, sie haben sie auch in anderen Farben. Weil so dunkel und so, ich weiß, wie ihr, weil viele sagen immer, oh, so dunkel. Ich finde grau toll. Schwarz hatten sie nicht, sonst hätte ich schwarz geholt. So, und dann noch 1, 2 Badehandtücher. Schöne. So, dann werden wir mal, den werden wir mal aufmachen und uns angucken. Wir sollen nicht das Badehandtuch nehmen, was das größte ist. Die müssen sowieso logischerweise erstmal in die Wäsche. So, die sind von Valra.com. Valra. Ich weiß nicht, ob die ihn erkennt. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist. Und so sehen sie dann halt aus. Ja, grau halt, schlicht. Oben halt hier, also unten, ein bisschen abgesteppt. Und hier oben schön stabil zum Aufhängen und auch groß, auch für große Dinger geeignet. Finde ich super. Hatte schon Angst, dass es wieder nur so was Kleines ist. Ach, hier haben wir auch noch hier. So. Oh, ich bin noch ein bisschen durch heute, sorry. Der Stream gestern ging ein bisschen lang und wenig Schlaf und ja. So. Ah. So. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich fertig. Nee. Ich weiß nicht, habe ich das letztens schon gezeigt? Ich weiß nicht. Ich zeige euch das jetzt einfach mal nochmal, weil ich bin mir jetzt gerade ohne sicher, ob ich euch das letztens gezeigt habe. Oh Gott. Ja, das habe ich euch gezeigt. Das ist für einen Tisch. Das ist immer noch nicht ausgereift, wo was hin soll. Also ich habe mir noch nicht entschieden. Also ich bringe ja nichts, wenn ich ein Loch in den Tisch bohre, wenn ich nicht weiß, wo es hinkommt. Wo haben wir denn jetzt? Achso, die LED habe ich euch gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob ich euch das gezeigt hatte jetzt. Ich habe mir so einen Akkuschrauber geholt. Der hat auch ordentlich Power für so ein kleines Ding, muss ich sagen, hat er ordentlich Power. Ich habe selbst die Dinger in der Wand, die L-Stücken in der Wand, die Schraube gekriegt. Mit Drücken. Er hat sich da wirklich durchgeschleift. Kann man dann auch halt als normalen Schraubenzieher so sozusagen einstellen. Dreht sich dann. Ja. Ne, wollte ich euch auch nochmal zeigen, den packe ich euch auch runter. Ich zeige ihn euch nochmal. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, ich habe mir in einem Video gezeigt, bin mir jetzt nicht so sicher. Ich bin ein bisschen verplant, sorry. War ein bisschen anstrengend die Zeit. So, das ist der. Mit Licht. Und wenn man dann hier an der Seite, kann man dann halt die Drehrichtung sagen. Und hier oben haben wir dann so Push-Nippel und dann kannst du so ja mit einer Hand eigentlich fast. Dann hast du dann halt. Oder wenn es an der Decke gehen soll. Und dann wieder gedrückt und zack, wieder eingerastet. Funktioniert super. Also ich war, hat auch nicht viel gekostet. So 25 Euro oder sowas in dem Dreh. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Achso, Dübel waren auch, ach Quatsch. Ladekabel war mit bei, Anleitung war mit bei und einmal eine komplette Palette, Kreuz, Schlitz, Verlängerung. Ja, war alles komplett mit bei. 20 oder 25 Euro oder so. Ich wollte so ein Ding schon öfters mal haben.
Und dann musste ich einfach zuschlagen, weil da war wieder irgendwie Prozente angezeigt von Amazon. Kauf jetzt und krieg so und so viel Prozente oder so. Konnte man dann einen Haken machen und dann ja, habe ich ihn zugeschlagen. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ja, jetzt habe ich alles. Eigentlich, rein theoretisch. Sollte mir jetzt nicht irgendwas entgangen sein. Ja, ich würde dann jetzt Schluss machen, dass ich das Video noch bearbeiten kann, in der Hoffnung, dass es morgen online kommen kann. Wir müssen dann auch noch einkaufen gleich. Ich muss noch Katzenstreu kaufen. Ich suche seit einer Woche, über einer Woche renne ich zu Netto und so und gucke wegen Katzenstreu. Es gibt kein Kolumbenstreu und Katzenstreu mehr. Es ist zum Kotzen. Und ich frage jetzt seit einer Woche bei Netto jedes Mal, die kriegen ja Dienstag, Donnerstag, also unser Netto, Dienstag, Donnerstag und Samstag Ware. Es war immer was mit bei, aber nie Katzenstreu oder Klumpstreu. Euer Klumpstreu. Das ist zum Kotzen, ey. Ja, wenn ich heute welche finde, dann hole ich gleich anstatt zwei Packungen, weil ich hole immer zwei Packungen. Ich habe ja letztens noch welche geholt gehabt, bevor das alles hier so ausgebrochen ist. Und habe jetzt so lange geschleift, bis es geht, nicht mehr geht. Und jetzt ist es stinkig gewesen. Jetzt ging nicht mehr, auch wenn du täglich raussammelst. Jetzt muss ich das Katzenstreu nutzen, was ich habe. Und jetzt in der Hoffnung, dass ich dann welche kriege. Und dann werde ich dann auf jeden Fall gleich vier Säcke holen. Komme ich zwei Wochen mit hin. Ich mache einmal die Woche mache ich Katzenklo komplett neu. Zwei Stück habe ich stehen. Kommt 10 Liter Sack drin. Und dann halt jeden Tag raussammeln. Mehrmals, logischerweise. Ja. Und dann nach einer Woche tausche ich es komplett aus. Ja. Tigger will sich auch verabschieden von euch. Willst du Tschüss sagen, Tigger? Nee, willst du nicht Tschüss sagen? So, aber ich sag jetzt Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ja. Tigger braucht Aufmerksamkeit. Yes. Momentan etwas kamerageil. Habt ihr ja im Streams auch mitgekriegt. Ja, jetzt schnurrt er. Braucht viel Liebe. Mausi ist gerade ein bisschen anstrengend. Ich glaube, die wird gerade rollig. So, aber nichtsdestotrotz bin ich dann weg. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das kommt am Sonntag online. Ich schaffe das. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt den Tag, auch wenn man nicht viel machen kann. Ist ja alle zu. Man soll ja nicht raus. Nur ein bisschen spazieren oder so. Aber macht das Beste draus. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Also Link für die Streams packe ich euch in die Videobeschreibung. Bei Twitch, Odin_Ase. Wir sehen uns bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.